Aloha da draußen an alle fleißigen Zuschauer meines Kanals. Eigentlich vielmehr die Zuschauer von Bloodborne. Auf meinem Kanal gibt es im Moment nichts anderes. Aber ich werde schon noch ein paar andere Let's Plays machen. Aber im Moment bin ich einfach viel zu geil auf Bloodborne. Und wir springen auch direkt rein. Zurück in der Welt des Blutes. Ich überlege gerade, ob ich eine Ahnung habe, wie ich da oben hinkomme. Ich könnte mir vorstellen, wie und wo ich da hinkomme, aber... Bist du? So. Ich will den da oben auch haben. Kommst du auch mal runter? So, sehr schön. Du hast nichts verloren. Glong, 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 glong. Okay. Okay, da ist keiner. Es ist auch keine Zauberwand. Es muss Zauberwände geben. Gab es bisher in jedem Teil. Warum sind hier so viele Nachrichten? Sind wir hier bei The Walking Dead? Na, das war knapp, aber... Toll, jetzt wollte ich einen coolen Schuss abgeben. Ging voll daneben. Ja. Blutstein voraus. Ja, Moment. Lass dich nicht in die Irre führen. Da ist ein Gegner. Ich weiß, natürlich. Bam, Alter. Bam. Keine Zauberwand. Ich will Zauberwände haben. Blutstein. Ach, hier sind wieder ein paar Jungs abgeschmiert. Seht ihr das, was ich sehe, Leute? Ich glaube, in der Aufnahme ist ein bisschen dunkler, aber ich glaube, ihr könnt das, was am Ende des Ganges ist, sehen. Und das wirft mich direkt zurück in Dark Souls. Da gab es auch so eine blöde Sau, die ziemlich spät vom Spiel in so einem blöden Gang drin stand. Boah, was hat mich die Sau genervt. Lauf. Okay. Die Frage ist jetzt... Lauf schnell die Treppe hoch oder... Die Sau stürmt mir gleich entgegen, das weiß ich. Ihr blöden Vollpfosten. Wo führt denn die Leiter dahin? Ich stürme jetzt auf die Leiter zu. Oder warte. Ich habe die Sau ganz genau im Blick hier. Und gegen die fühle ich mich noch nicht gut. Alter, eine Riesendrecksau, ey. Da hinten sehe ich irgendwas leuchten. Das ist vielleicht nur eine Laterne. Okay. Hier gibt es keine Sachen. Oh. Ey, aber ohne Scheiß, guckt euch mal die Hose an. Die sieht doch echt hübsch aus. Also selbst in Bloodborne wissen die Leute, wie man sich gut kleidet. Die Frau hat eine wunderbare, das ist glaube ich so eine Bürohose, oder? Sieht man viele so Bankangestellte mit rumlaufen. Oh. Nein, ich habe nicht wirklich... Oh, jetzt habe ich gedacht, ich hätte Absätze, ey. Das wäre Hardcore gewesen. Wenn ich hier mit High Heels rummetzeln würde, ey.
bin ich denn jetzt hier gelandet? Segne uns mit Blut. Oh, Junge, 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 ey. Gerät bedienen. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Ja, damit kann ich wahrscheinlich diesen Aufzug hier holen. Gut, hier ist ebenfalls nichts. Okay. Ich bin jetzt nicht bescheuert, oder? Ich sehe da hinten eine große Kugel. Dass sie immer wieder dasselbe machen. Die Kugel ist, glaube ich, bisher in jedem Teil vorgekommen. In Demon's Souls, in Dark Souls und ich glaube auch in Dark Souls 2. Okay, warum kommt die Kugel jetzt nicht? Jetzt kommt sie! Oh Schande, oh Schande, oh Schande. Nein! Ups, Entschuldigung. Oh Schande. Oh Schande! Ich habe das auch noch überlebt. Kommt jetzt die Wildsau an? Oh Gott. Ich habe diesen... Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich bin circa 1 Kilometer in die Tiefe gefallen und hab's überlebt. Oh, danke Gott. Wow. Ey, das war pures Dusel. Das hätte ich echt nicht erwartet, Leute. Wow. Das ist eine ordentliche Tiefe, also ohne Flachs. In jedem Demon und Dark Souls wärst du tot gewesen. Keine Frage, du wärst tot gewesen. Bei dem Sprung, Leute, jetzt ohne Flachs. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das angestellt habe, dass ich das überlebt habe. Und da hinten sehe ich einen Riesen. Die sind alle tot. Leck mich fett, ey. Es wäre mal wieder Zeit für eine Abkürzung. Ich will mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht sehe ich irgendwo, von wo ich gekommen bin. Boah, Alter. Wenn ich mir vorstelle, dass man das alles noch bereisen wird. Guckt euch das an. Der Himmel. Blutrot. Es ist die Nacht der Jagd. Das dort oben ist, glaube ich, die Brücke vom Boss, ne? Okay. Ist das so ein Hammerfutzke? Das ist so ein Hammerfutzke. Okay. Hier sind viele Leute gestorben. Kann ich nachvollziehen. So ein bisschen zumindest. Oh ne, oh ne, oh ne. Der sieht anders aus. Ah, ich hab's ein bisschen drauf, oder? Aha. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder nach unten absegel. Das ist jetzt nicht gerade sehr heroisch, was ich hier mache, aber... Es funktioniert, Leute, und das ist alles, worauf es ankommt. Yeah! Oh. Mm. Ohne Schaden habe ich den, glaube ich, kalt gemacht, ne? Also langsam kriege ich's rein hier. So langsam freundet man sich doch mit der Tatsache an, dass man kein Schild mehr hat. Wenn ich immer ein Freund vom Schild war, aber ich muss sagen, jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, bin ich doch ein Freund von ohne Schild. Irgendwie wird das Ganze doch etwas interessanter. Soll ich da runter? Ich hätte gerne mal irgendwie wieder eine Abkürzung oder sowas. Oder irgend so ein... Ich will immer Bonfire sagen. Ich weiß nicht, wie ich diese Laterne nennen soll. Da oben ist ein komisches Leuchten.
Ich versuche, mich ganz langsam und leise anzunähern. Oh, Junge, das gibt Rückenschmerzen. Roll mich bloß nicht voll mit, ich habe Rücken. Junge, Junge, ey. Zack, jawohl. Okay, einer ist tot, oder? Yeah! Mhm, aha, Junge. So wird das gemacht. Oh, ja. Ich höre schon wieder so Leute rumheulen. Tun diese Statuen etwa noch weinen? Ich weiß, ich habe jetzt gerade irgendein Zeichen des Jägers gekriegt. Gucken wir mal. Achso, das Starken ist. Neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren. Neu erwachen. Ist das sowas wie die Heimatknochen in Dark Souls? Fürchte dich vor Jäger der Jäger. Jäger der Jäger. Hat mich jetzt gerade einer invaded, oder was? Ja, ich weiß, ich spiele ja hier online, aber ich habe keine Ahnung, ob man mich invaden kann. Ob das... Irgendwie das Ganze... Oh Gott. Nee. Was haben wir hier? Erinnerst du dich an Spezialgegenstand? An welchen? Zeit für Blut. Moment, ein Spezialgegenstand, meinst du diese... Oh, das sieht ja definitiv nach Boss aus. Traurig Angreifer. Ich gucke, aber das sieht mir zu sehr nach Boss aus. Oder? Ey Leute, ich sehe hier jemanden am Boden rumliegen. Ich... Ey, tut mir leid, Freunde, aber hier gehe ich nicht weiter. Ich wollte eigentlich auch wo ganz anders hin. Ich wollte eigentlich unten bei den Ratten da in der Werft, wollte ich endlich mal die Items holen, in der Hoffnung, ich krieg mal eine bessere Waffe und so Zeug. Stattdessen lasse ich mich hier voll mitreißen. Ich find's aber auch geil. Und hier habe ich einen Aufzug, wo ich keine Ahnung habe, wo mich der hinführen soll. Vermutlich weiter nach unten oder weiter nach oben? Kann ich mit dem nach oben fahren? Das finde ich jetzt mal ganz schnell raus. Es geht nach unten, oder? Nein, es geht nach oben. Ist das jetzt eine Abkürzung? Ach, zu denen! Ich weiß genau, wo wir sind. Aber ich werde nicht gegen die zwei kämpfen. Ich hänge ein bisschen zu sehr an meinem Leben. Oh. Entschuldigung, meine Stimme. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Da war ein kleiner Frosch im Hals. So. Kann man hier auch schnell runter? Da ist die Fettsau. Ey, überall Gegner, die wo schon so furchteinflößend aussehen, wo man genau weiß, das sind sie auch. Das sind verdammt übel. Bewegt sich die Laterne? Ja? Nee. Ich bin da gar nicht lang gegangen, ne? Oh Gott, wo komme ich? Ah, Moment mal, komme ich jetzt hier auch in die Werft rein? Ey, diese Rohre, ne? Da kommen doch jetzt gleich Pfeile oder so rausgeballert. Ich
Die Ratten kommen doch jetzt gleich von allen Seiten. Da, oben. Das habe ich es doch schon gesehen, das Mistvieh. Okay. Oh Mann. Die schneiden mir gleich den Weg ab. Das Spiel ist so gemein, ich weiß es. Bleibt bloß da, wo ihr seid, ey. Ich werd böse. Du. Wow. Also so eine dunkle Hautfarbe hatten wir nicht. Und wie Blut sieht das in meinem Gesicht ohne aus? Eher wie Gülle. Okay, mal gucken, wie viel so eine Ratte aushält. Okay, nicht so viel. Wurfmesser. Oh, geile Schande, ey. Wissen des Verrückten. Hm, okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Kein geheimer Gang. Aber jetzt kommen sie. Garantiert. Deswegen sprinte ich hier jetzt durch. Ja, die kommen jetzt alle. Nicht? Okay, wir müssen doch von oben uns runterfallen lassen, sonst kommen wir nicht an unsere Items ran. Hä? Hier ist nichts. Gar nichts. Okay. Fine by me. Wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts. Wir haben jede Menge Seelen, ey. Jetzt zu sterben wäre sehr, sehr schlecht. Okay. Wo lasse ich mich denn am ungünstigsten runterfallen, wo ich möglichst viel Schaden abkriege? Da drüben sieht gut aus. Kann ich da auf den Kisten landen? So, mach. Vorsichtig! Mann, nicht so! Mensch, Mädel. Da drüben ist eine fette Ratte. Oh, leck, da drüben sind viele. Da werden wir gleich aufräumen, da hinten. So. Oh, ja. Okay, gleich zwei für Katja. Alter Schweizer, okay. Runter mit dir. Blums. Blutsteinscherbe, gleich zwei. Oh, geil. Ich glaube nicht, dass ich so weit rüberspringen kann, oder? Ich probiere es mal. Aber ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann. Oh, ne. Schade. Boah, ey, mittlerweile sieht die echt ziemlich, dreckig aus, die alte. Also die Hose ist mittlerweile so unglaublich glitschig grün. Aber Hauptsache der Ärmel ist noch ziemlich weiß. Okay. Wo ist sie denn gerade? Oh, das ist doch so unglaublich, ey. Da guck mal an, ich stehe eindeutig voll in der Luft. Und trotzdem falle ich nicht runter. Schwerkraft hat hier ausgesetzt anscheinend. Anscheinend haben die Programmierer vergessen, da an der Stelle eine Schwerkraft einzusetzen. Oh Gott. Okay, ich probier's. Wow. Okay. Nur nicht zu euphorisch herangehen.
Oh, meine Hammel. Okay, du bleibst da unten. Ich hole schnell die Items dann. Ah, Leute. Ja. Ich habe einen Sägespeer. Keine Ahnung, was und wie und aber den werde ich gleich ausprobieren. Endlich eine Waffe. Endlich eine Waffe. Zack, den habe ich im Runterfallen den Schädel gespalten. Sehr schön. So, wo sind die Waffen? So, der ist Sägespeer. Der ist schwächer wie meiner. Aber hat der irgendwie was Besonderes? Er hat Stichschaden, okay. Er scaled etwas besser mit Geschicklichkeit. Der Sägespeer ist ein bisschen besser für geschickte Kämpfer und ich habe ja mehr Geschicklichkeit wie Stärke, also. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die hauptsächlich von jenen verwendet wird, die sich der Jagd verschrieben haben. Diese Säge fügt Bestien blutende Wunden zu und verwandelt sich zum Speer mittlerer Reichweite. Die Säge mit ihren scharfen Zähnen wurde zum Symbol der Jagd und wird zunehmend effektiver, je scheußlicher die Bestie sich verwandelt hat. Hm. Welche Bestie? Okay. Ich habe das Sägehackbeil und das ist das Sägespeer. Ich leg den aber jetzt trotzdem mal hier auf den zweiten Waffenslot. Ach, ich Vollidiot. Verwandel die. Hm. Zack. Okay. Mit der Waffe konnte ich eigentlich ganz... Die ganze Zeit drücke ich auf den Schussknopf, ey. Wie dumm muss ich sein. Aber ganz cool, die Waffe. Ich glaube, die gefällt mir schon. Sie macht halt nur leider relativ wenig Schaden, oder? Ich will mal kurz in den Status gucken. Ich kann doch jetzt gucken, was ist Einsicht? Stufe der Einsicht oder Tiefe des nichtmenschlichen Wissens. Nötig zum Läuten der speziellen Glocke. Verursacht Wahnsinn. Hä? Wie bitte? Okay, das sagt mir überhaupt nichts. Okay, meine zweite Waffe macht wirklich weniger Schaden als die Standardwaffe von mir. Das ist leider ein bisschen schade. Okay. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, es gab noch so einen anderen komischen Weg. Den würde ich gerne mal langlaufen. Es gab noch so einen anderen versteckten Geheimweg. Hier oben habe ich alles erledigt. Da hinten komme ich nur zu der alten Zippe dahin. Zu dem Charakter da. Ist das vielleicht die Mutter? Die Frau da hinten? Da hinten müsste sie sein? Oder? Von hier müsste man sie sehen, oder? Die wo uns doch diese komische Geste mit dem Umhang gegeben hat und so. Die erste freundliche Person. Hab ich eine Ahnung, wo ich lang will? Ich glaube ja. Da ist alles klar. Da ist ebenfalls alles klar. Ihr seid verflucht! Und du bist des Wahnsinns! So, kommt her, ihr Wurschzöpfe. Na, komm mal runter hier. Hehe. Vollidiot. Haha. Haha, hängst du in der Tür fest? Ich weiß, ich lache so lange, bis es mich wirklich mal erwischt. Bis er wirklich irgendwann sich irgendwie hier durchbackt.
Ah, oh, ja, ich wollte schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du auch noch? Na, komm mal ran hier auf mich da, Junge. Bam! Kommen sie her, kommen sie ran. Hier werden sie genauso beschissen wie nebenan. Jetzt mach! So dumm. Entschuldigung, man muss nicht kurz kratzen und das ganz kompliziert um das Mikrofon gehen. Okay, Blutfiolen en masse. Sehr schön. Das ging jetzt schon etwas einfacher. Wenn man so die Tricks und Kniffe kennt, wie man bestimmte Gegner gut ausschalten kann, dann funktioniert das doch ganz okay. Hier ist der zweite geheime Weg, den wo ich meine. Genau, 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 genau. Ihr wisst es doch wahrscheinlich noch, oder? Hier bin ich ein Stückchen hingegangen und da habe ich gesagt, oh, ich will hier lieber nicht weitergehen. Aber ich glaube, ich habe da eine Ahnung, wo ich da nämlich hinkomme. Oder auch nicht. Okay. Mal überkicken. Gut, hier ist keiner. Da ist eine Leiter. Ich Vollidiot. Die habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Oh, es dongelt schon wieder. Ist das schon wieder? Das ist so unglaublich peinlich. Ich sehe gerade, diese Folge ist viel zu lang geworden, Leute. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich so bei 20 Minuten bleiben, weil ich ja selber so lange Folgen... Ja, ich sag... Auch wenn man gerne weiter gucken will, aber es ist doch besser, wenn man es etwas knapper kriegt, damit man vielleicht sich auch mal so eine Folge zwischendurch angucken kann. Naja, das soll es aber jetzt auf jeden Fall gewesen sein mit Bloodborne für diese Folge. Ich spiele natürlich weiter. Ihr schaut hoffentlich, natürlich, sicher, ich weiß, ihr guckt weiter zu. Was sollt ihr auch sonst mit eurer wertvollen Lebenszeit sonst anfangen, wenn nicht sie mit diesem absolut sinnlosen Let's Play zu verbringen? Ich bedanke mich natürlich fürs Zugucken, auch für die eventuelle Anteilnahme in den Kommentaren und ich sage einfach nur noch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh. Immer diese langen Folgen, ey, das... Scheiße. Ich glaube, ich brauche sowas wie einen Timer.